Jetzt weiter mit einer neuen Runde Roborumble. Heute, glaube ich, geht's an die Mission 3, genau, Level 3. Wir können es einmal nochmal kurz um den Upgrade spielen. Wo war hier? Der hier. Was haben wir schon? Also, wir haben Schutzschild, Geschwindigkeitsbooster. Basisverbesserung. 10%. Wie teuer war das? 3, 2? Oh fuck. Ja gut, okay, gut, dann müssen wir das Glück haben. Ja, nochmal. Ja! Nice. Mega nice. Sehr nice. Alles klar, so, dann los geht's mit der nächsten Mission, würde ich sagen. Okay, mal kurz erstmal rausscrollen. So, wir haben hier... Oh Gott, die Map. Oh mein Gott. Schutz, ich würde sagen, wir bauen vielleicht einfach so ein... Was haben wir die hier? 140, 6, 110, 4. Wir bauen zwei davon. Oh mein Gott, man kann... Oh scheiße, jetzt haben wir es abgefuckt. Fuck. Man kann nur eine Art bauen. Mist. Man kann nicht mehr abwählen. Scheiße. Oh Gott, das ist aber gar nicht gut. Das ist aber überhaupt nicht gut. Oh mein Gott, die sind ja langsam wie ein... Oh mein Gott. Oh, come on. Scheiße, oh mein Gott. Ah, fuck. Das ist aber alles andere als gut. So, jetzt haben wir den schon mal wie. Okay, er läuft dran vorbei. Ah, jetzt haben wir gerade mal drei Robos. Alter. Das ist jetzt ultra bitter. Das ist sowas von übertrieben bitter. Wie sollen wir überhaupt angreifen? Wir können mit... Ich weiß, mit zwei zu verteidigen reichen, aber... Ach, come on. So, ich weiß nicht, wo wir den besten hinstellen. Vielleicht hier irgendwie so hin. Keine Ahnung. So, na komm. Der hat übrigens... Wow, die Reichweite. Der hat übrigens den Sound relativ leise gemacht. Wahrscheinlich... Will mich gerade verarschen. Alter, warum treffen denn die bitte nicht? Hallo, ziehen sie die Raketen? Okay, dann muss das auch. Oh, come on. Okay, ich versuche jetzt mal irgendwie anzugreifen. Aber diese Dinge so langsam sind, dass die wahrscheinlich nie ankommen werden. Gut, ich meine, mit ziemlich krasser Panzer. Naja, gut, so. Wenn wir mal wirklich drei Fokusfeuer drauf geben, dann. Ja, dann zerfetzt die Dinge schon ziemlich gut. Okay. Das kann das hart werden. Das kann es wirklich verdammt hart werden. Okay, gut. Ich meine, das schießt sogar nicht auf die Basis und so, aber diese kleinen da, ich denke mal, das sollte nicht allzu viel Schaden machen. So, wir haben hier einen, dann haben wir hier zwei, dann haben wir da noch einen. Im Prinzip. An der Wand rechts laufen oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ich hätte auf Geschwindigkeit gehen sollen. Wirklich mal irgendeine Einheit zur Fullspeed, 100 von da und dann bringt das hier nochmal verdoppelte Geschwindigkeit. Also sind wir bei 200 Geschwindigkeit, aktuell sind wir bei 60. Nein. Aber können wir hinten? Nee, auch scheiße. Nee, komm. Hier, go. Immer durch mit dir. Ah, scheiße. Scheiße ist das Ding. Ich glaube, das müssen wir neu starten. Ich glaube, da haben wir keine Chance. Nee, ich glaube, da haben wir keine Chance. Nee, das war einfach, das war eine dumme Idee. Das war definitiv eine dumme Idee. Ja. Nee, das starten wir mal. Müssen wir neu starten. Nope, das war eine Schnapsidee.
So, wir gehen voll auf Speed und ich überlege gerade, ob wir einfach mal ganz viel von denen machen sollten. Wir können E-Bus eine Art bauen. 4, dann können wir 4 bauen. Wie schnell? Ja, gut, sind echt gleich schnell. Wir sind zu große Reichweite. Ich glaube, es geht nur mit denen. Ne, 5 sogar, klar, 5. Ja. Ja, das sollte reichen. 4 zur Verteidigung. Jeder nimmt einen von denen und einen immer dann zum Angreifen. Das sollte passen. Ja. Ja, die Dinger liegen ab. Vielleicht können wir gleich schon einen dahinter schicken. So, einen mal dahin. Ja, das Ding, diese Dinger sind schnell. Die gehen einfach ab wie ein Schnitzel. Das ist brutal. Das ist einfach krass. So. Einmal, der kommt zur Verteidigung hier hin. Alter. Kommen wir sogar noch in Stress? Das gibt's ja gar nicht. Oh. Nein. Nein, noch nicht drauf schießen, du Vollidiot, Mann. Ah, mein Gott, ey. Hallo, du sollst. So, komm auf die Base. Ach, das ist das schon wieder Mist. Das ist einfach nur Mist. Das bringt uns halt einfach mal gar nichts. So, jetzt ist einer down. So, rein mit dir. Den stellen wir auch mal alle mit dazu. So, zum Level. Wow. Na gut, die gehen eigentlich auch gut wieder. So, dann nochmal dahin. Ah, jetzt kommt nämlich da wieder einer. Und die stellen sich natürlich dann wieder rein. Bisschen suboptimal das Ganze, muss ich sagen. Gut, ich denke mal, da wird wahrscheinlich schon übertrieben viel Schaden fressen. Ja, ist klar. Die fetten Dinge hier schießen sogar 4 Raketen. Weiter bringen wir auf das Raupending. Das Raupending mit dem Geschwindigkeitsbooster kombinieren sollen. Weil mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob das wirklich Sinn machen würde. Keine Ahnung. So, einfach mal bitte nicht drauf schießen, sondern einfach nur herlanglaufen. Nicht einen Akku ziehen. Ja, soweit so gut. So, jetzt laufen wir. Bin gar nicht sicher. Macht das Sinn hier? Dann können wir zuerst mal den und dann die Base oder so. So, dann schicken wir dahin. Ja, das denke ich mal ist ein guter Plan, oder? Mein Gott, würde ich rausstellen, ob es ein guter Plan ist oder nicht? Ich bin mir gerade nicht so hundertprozentig sicher. Ja, doch. Doch, der gewinnt. Der haut mir. Ja, jetzt respawnt der nächste. Ich hätte einfach noch die Base gehen sollen. Okay, ich denke mal, so soll es funktionieren. Ganz eingerostet bin ich dann doch nicht. Also. Ja. Ja, doch, das schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr ganz, aber. Ich. Na, schaffen nicht mehr. Aber ich denke, das ist schon mal ein guter Fortschritt, ja. So, und heraus. Go, 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 go. Kein Geld. Ich glaube, wir könnten sogar mit 2 angreifen. Ich will jetzt andererseits halt nicht gerade so einen krassen Booster hier verschwenden. Was? Muss ich der klasse Booster selbst schon machen? Gut, Problem erledigt. 3 Roboter zur Verteidigung sind, glaube ich, mehr als ausreichend. So, noch kurz auf den zweiten warten. Denke, mit 2 sind wir dann schneller durch. Und soll, denke ich mal, auch mehr Sinn machen. So. Na gut, das ist blöd. Ich habe auch schon mal überlegt, irgendwie ganz, ganz viele kleine zu machen und so, aber ja, ich weiß nicht, das ist auch mal so extrem nice, glaube ich. Die machen einfach keinen Schaden und irgendwie nur die Masse. Ich bin mir nicht sicher. So, mal ganz am Rand hier rein. Nicht hinschießen, nicht hinschießen. Okay. Vielleicht
Vielleicht haben wir schon. Ja, jetzt spawnt wieder da einer. Immer wenn wir hier langlaufen, spawnt da Gegner. Komm, hin. Und auf die Basis. Genau, immer drauf. Perfekt. So, das sollte dann mal weg sein gleich. Oh, da kommt jemand. Mal kurz den Weg stellen. Das sind ja flink, die Dinger. So. Ja, das schaut gut aus. Das schaut sehr gut aus. So, und die Basis ist weg. Perfekt. Zumindest mal Stufe 1. So, wie kann man jetzt über das Gerade drehen? Na komm, ich will es gerade haben. Los. Einmal ganz drehen. Okay. Oh, 3 Rubis down. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. So, wollen wir natürlich erstmal ein zur Verteidigung hier. Bevor die anderen dann zu viel Schaden nehmen oder zu viel Fokus kriegen. Wäre nämlich jetzt auch nicht sehr gut. Diese Schalldinger da, diese Schallwellen sind echt krass OP. Ich will auch solche Dinge haben. So, was ist der Klasse besser? Ich würde es richtig hier Sandwich da. Okay. Ah, 2 Stück. Genau, und schicken die wieder dahin. Ich denke, das ist auf alle Fälle die richtige Taktik. Also damit kriegen wir zumindest mal das Level hier durch. Nur ich fürchte fast, dass wir die Runde überziehen müssen. Na gut, mal schauen. Aber ich gehe davon aus, dass wir das gerade nicht so schnell schaffen werden. Und ich finde es mega nice, dass in der Aufnahme hier gerade alles so schön hell ist und so gut beleuchtet und der Gamma-Wert höher und so. Richtig schön. Oh Gott, das ist nicht so schön. So, soviel zum Thema. Mal schnell was trinken. Schicken wir da hin. Die Bart haben wir schon. So, weiterlaufen. Und drauf auf die Basis. Perfekt. Schön. Sehr schön. Perfekt. Jetzt haben wir noch was zum Trinken verdient. Na komm mal weg. Jo, schön. Perfekt. Bonnie, oder? Ich dachte mir gerade, ich bleib da stehen und kill mich. Und weg ist der nächste. 3 weg, okay. So, der nächste Basispart. Perfekt. Oh gut, kriegen wir so Probleme eventuell. Genau, so funktioniert es. Ich habe letztens überlegt, wie macht man die Mission 3 und so. Ich glaube, Mission 4 habe ich noch nie geschafft. Beziehungsweise ich habe es dann früher irgendwann mal übersprungen, per Cheat. Und haben wir dann nie wirklich Gedanken gemacht, wie das Ganze funktionieren könnte. Also ich meine, wir haben uns lange Gedanken gemacht, wie es funktionieren könnte, aber letztendlich haben wir es dann einfach trotzdem mit dem Cheat gemacht. So, jetzt ist das. Sind die Guten von unserer Basis hier weg? Die Guten von unserem. Ihr wisst schon, was ich meine. Mit 3 sind zwar zum Teil schwache gegen 3 starke. Diese Roboter sind irgendwie. Ja. Dann entscheiden sie irgendwas autonom und das ist irgendwie auch wieder beschissen. Das nervt mich ein bisschen. Aber gut, ich meine, das will man halt von der KI von vor 18 Jahren halt erwarten. Das ist halt. Ja. Ja, doch nicht angreifen. Mein Gott, das greift den Typen an. Ja, perfekt. Das ist geil. Ja, und noch mehr. Perfekt, Mann. So, einmal drauf auf die Basis. Okay, das war jetzt schlecht. Er hat ihn einfach nicht angreifen dürfen. Ja. Wobei. Das sieht relativ gut aus. Das sieht jetzt eben nicht so gut aus. Muss ich aber feststellen. So, mal weg das Ding. Ja,
Perfekt, und es rauf auf die Basis. Go, 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 go. Nice, das wird was. Das wird was, das wird was. Und bei fast genau 15 Minuten sind wir. Perfekt. Jawohl. Perfekt. Sehr gut. So, mal schnell die Dinge herstellen. Können wir jetzt wechseln? Nee, immer noch nicht. So. Okay, jetzt haben wir eine Basis, welche stehen. Die bewegen sich, glaube ich, nicht mehr. Okay, gut. Ich denke mal, sobald wir den ausgelöst hätten oder so, oder ausgelöst haben, dann werden die abgehen wie ein Schnitzel. Aber, na gut. So, 5 Roboter. Ich denke mal, das sollte eigentlich reichen für den Angriff. Also es ist nicht gegen die alle, es sind ja 2, 4, 6 Stück. Also sind eh in der Überzahl, dann haben wir noch stärkere. Von dem her, naja. Das Ding ist, selbst wenn es jetzt unsere Basis kommen würden, die zerstören würden, würden nichts machen, weil die würden sich im Prinzip damit selbst zerstören. Und nur die erste Basisschicht hier zu zerstören, hat halt einfach keinen Sinn, weil die profitieren einfach null davon. Also die KI. Oh mein Gott. Ja, das ist mal so die Überlegung, was passieren würde, wenn man 2 Roboter mit der gleichen KI wenn sich quasi 2 exakt gleiche Roboter mit dem gleichen Algorithmus und so begegnen würden, quasi so Front an Front, was passieren würde. Theoretisch müsste einer immer wieder nach rechts gehen, oder beziehungsweise müssen immer beide nach rechts gehen, dann wieder nach links, wieder nach rechts, wieder nach links und so weiter. Und eigentlich wären sie dann mehr oder weniger stuck, weil es ist im Prinzip eigentlich ein, ja, immer der gleiche Algorithmus, den beide Roboter verfolgen, und eigentlich wären die Roboter dann wirklich stuck. Weil sie würden sich immer wieder mehr oder weniger im Kreis bewegen eigentlich. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendwelche in Anführungsstrichen Vorsichtsmaßnahmen gibt oder gab, um halt sowas zu verhindern oder halt eben zu vermeiden. Aber keine Ahnung, war halt mal so eine Idee von mir. So, danke. So, jetzt mit Dingen hier zu stören. Oh, jetzt haust du die Dinger weg. Jetzt fällt das weg. Die fokussen eh das, was wo sie Lust drauf haben. Das ist im Prinzip eigentlich eh ganz egal, auf was ich draufklicke oder so. Perfekt, Mann. Boah, nice. Schön, dass uns das ganze Roboter zerfasst. Wir haben jetzt 3, 4, 5. Das Ding hält irgendwie ewig durch, es kriegt keinen Schaden oder so. Okay, es kriegt Schaden. Irgendwie nur verdammt wenig. Das stirbt irgendwie verdammt langsam. Alter. Wenn das Ding durchhält. Okay, jetzt fällt nicht mehr. Schade. Aber dafür, dass es so ein überkrass starker Ding war, ja, ganz nice. So. Müssen wir dann nochmal 2 und dann haben wir dann nochmal 2 davon. Ja. Ich denke, wir sollten da mitten dann durchlaufen. Vielleicht ist nicht hier, weil ich bin nicht sicher, ob es wirklich Sinn macht dadurch, aber irgendwie waren wir hier gerade, da waren wir. Also vielleicht hier einfach mal in der Mitte durchlaufen und dann da irgendwie rein. Erstmal hier. So, nicht, dass die jetzt da unten durchlaufen und so, bei dieser Brücke. Das ist nämlich nicht ein sehr guter Spot. Beziehungsweise der Spot ist. Mein Gott, könnt ihr einfach mal. Ja. Schön, dass ihr so gut auf mich hört. Finde ich echt toll. So, ich will am besten gleich dann mit allen Fokusfeuer auf einmal machen. Das ist die effektivste Variante, meiner Meinung nach. Anstatt halt immer wieder alle nachzuschicken und so, das bringt nichts. Das schickst du einfach nur wieder einen nach dem anderen tot und das ist halt einfach. Hast einfach keinen Nutzen. So. Mal gespannt, wie die hier angreifen. Haben wir gerade gedacht. Ja, shit. Lass mal den hier rausfokussen. So, den rausfokussen. Da ist schon der nächste down. Draufschießen, go, 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 go.
Ja, Alter, jetzt schießt du mal drauf hier, verdammte Scheiße. Gau drauf, immer drauf. So, perfekt. Und klackt den nächsten drauf. So, schön, so macht man das hier. So kann man hier arbeiten. So, nächster down, oder? Genau, hab ich gerade erwartet. So, wo ist die Seele? Da ist die Seele. Ich sehe das quasi wie so eine Kreditkarte, musst du dir vorstellen. Kaum geht die Seele zurück in die Basis, schon kommt das Geld. Das Business mit Toten. Okay, jetzt wird ein bisschen sehr, sehr, sehr schwarz. So, okay, die schießen. Einfach mal durch. Schön. Okay. Einfach mal irgendwo drauf schicken oder so. Zum besten mal einfach dahin schicken. So. Okay, dann hauen wir mal schon drauf auf das Ding. Kann man wegschicken mit drin? Kann man nicht. So, genau, das Ding geht erstmal down wahrscheinlich, hoffentlich. Ja. Bin mal gespannt, ob die erste noch reichen für den letzten, oder für den letzten zwei jetzt hier, oder letzten eineinhalb. Ja, könnte ich brauchen. Könnte reichen, ja. So, dann haben wir den mal dahin. Ich meine, es sind vier Roboter gegen einen, das sollte. Ich denke mir eher nicht, dass es ja viermal so stark ist als die eine von mir. Also. Ich meine, wir sind auch aktuell nicht die schlechtesten von dem her. Ja. Das sollte machbar sein. Der läuft natürlich außen rum, statt drauf zu schießen. Warum auch nicht? Ich liebe die KI. Ne, die KI, die ist echt geil, die ist. So, und drauf. Schön, dass die Roboter sich übrigens selbst oder gegenseitig ausweichen. Das ist nämlich echt mal ein toller Pluspunkt. So, und drauf, weg das Ding. Na komm, zwei, drei, jetzt noch. Eins, zwei, drei. Perfekt, und Mission erfüllt. Nice, gut, soviel zum Thema 15 Minuten. Das Cleanup hat dann doch nochmal ein Drittel der Zeit angenommen. Und von dem her, ja, theoretisch würden wir jetzt Level 4 sein. Ich würde das erstmal speichern, genau. Ja, LP, speichern. So, genau, nette Folge. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten RoboRumble.